Seid gegrüßt, Gaming-Freunde, für eine weitere Folge von Marvel's Avengers. Hier ist euer Don. Okay, willkommen zurück. Wir gehen hier auf eine weitere Mission zu. Das ist die Stark Tech Outfit. Eigentlich sollte ich schon bereits die benötigten Materialien haben, da ich schon genügend Nebenmissionen erledigt habe. Aber so wie es aussieht, möchte das Spiel, dass wir das trotzdem absolvieren. Verstärker, optische Decoder und Speicherchips. Interessant. Eigentlich sollte ich das alles schon haben. Prinzipiell bekommt ihr das, was ihr braucht, eigentlich hier bei den grellroten Raketen. Und ich habe diese zwar schon abgeschlossen. Egal. Wir machen diese Mission nochmals. Vielleicht schneide ich das dann einfach auch raus. Ich weiß es noch nicht. Hauptsache, wir bekommen die Materialien und dann können wir loslegen. Commander Hill, AIM hat seine Lügen über die Resistance schon zu lange verbreitet. Das muss aufhören. Ersetzen wir diese Lügen durch die Wahrheit. Aber Sie haben viele Satelliten. Mit diesem Netzwerk kontrollieren Sie die Informationen. Jarvis hat mehrere AIM-Satellitenzentren identifiziert, die das Ganze steuern. Ich weiß, was Sie denken. Wir schalten eins aus, dann bricht Ihr Netzwerk zusammen. Zumindest für ein paar Stunden. Wir könnten Nachrichten an die gesamte Resistance senden. Vorübergehend. Deshalb ist jedes Wort wichtig, das wir senden. Wir haben keine Waffen, die für Satelliten stark genug sind. Also wie soll das gehen? Der Satellit ist durch einen Weltraumaufzug mit der Erde verbunden. So kommen wir rauf. Dann brauchen Sie als erstes die Startcodes für diesen Weltraumaufzug. Das ist riskant. Es lohnt sich, Hill. Die Resistance ist noch anfällig. Wir müssen uns organisieren. Offene Kommunikationswege sind dabei entscheidend. Das ist ein bisschen ärgerlich, ehrlich gesagt, da ich diese Mission schon bereits erledigt habe, dass das System nicht merkt und mich schon weiterleitet. Ich nehme an, Sie wissen, woher Sie die Codes kriegen. Jarvis hat einen AIM-Basiskommander gefunden, der sie hat. Den werden wir besuchen. So, Cap.
Okay, holen wir uns die Startcodes. Dann gehen wir mal ein bisschen stiften. Wie geht's dir, Kamala? Gut. Okay. Naja, vielleicht ein bisschen nervös. Das Spiel beginnt! Es wird wieder. Ich glaube, wir müssen uns beeilen. Du glaubst richtig. Wir das bekommen, was wir brauchen für die um die nächste Mission zu starten. Das heißt, wir nehmen uns hier die Zeit und nehmen mal alles auseinander, was wir können. Cap, wir brauchen die Startcodes. Bin unterwegs. Who's next? Zentralbereich, ja. Verschaffen wir uns seine Aufmerksamkeit.
Idee, was? Zerstören! Alter, mach das! Hier ist ein Energieschub! Die Startcodes. Lust auf eine Aufzugfahrt? Nicht ganz. Commander! Der Aufzug wird von einem mehrstufigen Authentifizierungssystem mit 3 Verteilerkästen gesteuert. Jarvis braucht die Kontrolle über sie, um die Freigabe zu fälschen und sie reinzubringen. Kann's nicht auch mal einfach sein? Nein, bestimmt nicht. Sir, AIM ist jetzt alarmiert. Rechnen Sie im Transportzentrum mit schwerem Widerstand. Jetzt oder nie, Cap. Begeben Sie sich zum Aufzug, bevor Sie das Ding komplett abschalten. Ja. Mach mal halb lang. Konzentration. Eindringling in Sicht. Schurke weniger. Also, du hast eine Menge Geschichte. Der Mann! Der Alte kennt doch noch ein paar Tricks.
Einheiten gesichtet. Sehr gut. Dann leg mal los, Theo. Du bist jetzt sicher. Wenn Sie erfahren, wohin wir wollen, ändern Sie die Startcodes. Das darf nicht passieren. Ich hoffe nur. Verschaffen Sie sich Zugang zu den drei Verteilern, die das Sicherheitssystem sperren, damit Jarvis reinkommt. AIM wird versuchen, ihn rauszuwerfen. Also müssen Sie die... von den Verteilern wegbringen. Okay, Jarvis wird jetzt anfangen. So, Verteiler Nummer 10 ist irgendwo hier. Jarvis, Commander. Seine Einsen und Nullen sind vielversprechend, aber wir müssen die Verteiler im Griff behalten. Sie müssen AIM von den Verteilern wegbringen. Okay, machen wir. Kontrolliert einen Verteiler. Sie wollen Jarvis rauswerfen. AIM hat einen Verteiler zurück. Alle Sicherheitssperren am Aufzug sind deaktiviert. Okay. Sie können rauf, Cap. Okay, es geht los. Eine super lange Aufzugfahrt, bitte sehr. Ich hoffe, ich habe genug von diesen Sachen. Eine Warnung, Sir. Das wird eine ziemlich unruhige Fahrt. Oh, alle festhalten! Unglaublich! Wir wissen nichts über die Verteidigung dieses Satelliten. Wir gehen rein, aktivieren die Selbstzerstörung und hauen wieder ab. Klar? Kristallklar! Okay, so, wo bist du, Kamala?
Orte mehrere Gegner, die jetzt aktiv werden. Was ist der Plan? Wir kämpfen uns zur Zentrale und überlassen ihr Energiesystem. Finden Sie die Konsole für die Türen der Zentrale. Okay, dann gut. Mal los. AIM steht total auf Redundanzen, was? Ja. Wenn nicht alles ausgeschaltet wird, bleibt der Satellit aktiv. Wir sind bereit, Cap. Sobald der Satellit offline ist, senden wir an alle eine Nachricht. Vergiss es! Station. An der Ostküste senden. Und bald an die ganze Welt. Okay. Station wird zerstört. Sendebereit machen. Raus da! Das Ding geht gleich hoch!
Jarvis, sende die Nachricht. Natürlich, Sir. Hier spricht Captain America. An alle, die sich der Tyrannei durch AIM widersetzen, an alle, die Angst haben oder nicht wissen, wohin. Die Avengers sind zurück. Und wir enttäuschen niemanden mehr. Okay. So, ich mache mal einen kurzen Check, ob ich nun alles habe, was ich brauche. Und dann machen wir dann auch gleich wieder weiter.